Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. Ja, wir haben wieder eine neue Aufgabe, haben wir in der letzten Folge schon angewählt. In göttlicher Mission werden wir machen. Und dazu müssen wir drei Leute rekrutieren, die ganz weit weg sind. Einer davon, der ist uns bekannt, über den sind wir schon gelaufen. Guck mal, die sind alle wieder da hier. Alle sind sie wieder da. Aber ja, mein Freund. Oh, etwas ist doch. Das ist doch jetzt echt nicht. Erstmal was essen hier. So. Achso, ich muss aufpassen, ich ziehe immer D1. Ist denn die Leiche hier auch wieder plünderbar, oder? Tatsache. Das ist ja, also, hui. Gut, 7 und nochmal die 7. Nochmal die 7, habe ich gesagt. So. Was? Immer noch nicht die 7? Jetzt aber. So, da drüben, da in den Kuppeln war er. Oder ist er? Und da gehen wir auch wieder hin. So, da läuft er. Das ist cool, dass die Leute mal wiederkommen. Aber mich wundert es, dass die die spezifischen Leute hier auserkoren haben, ja? Der hat uns auch mal die ein oder andere Quest gegeben, falls ihr euch daran erinnert. So, mein Lieber. Die Kleriker brauchen dich. Die Kleriker brauchen dich. Ja, ja. Die nehmen doch jeden, den sie kriegen können. Aber wen wundert's? Zu denen will ja auch keiner. Warum nicht? Und ich bin sicher nicht so blöd und tausche meine Freiheit gegen ihr Korsett ein. Zumal ich nicht einmal weiß, was sie mir zu bieten haben. Trotzdem nett, dass du gefragt hast und nicht versuchst, mein Hirn umzukrempeln. Ach, das kommt noch. überleg es dir, sie zahlen gut. Du tust es oder steckst dich in... Wir haben ja gespeichert, glaube ich, ne? Überleg es dir, sie zahlen gut. Sicher doch. Und sobald ich bei ihnen unterzeichnet habe, sehe ich keinen einzigen Splitter. Woher soll ich wissen, dass das nicht nur heiße Luft ist? Weil ich dir einen Vorschuss gebe. Ein Vorschuss? Du meinst Elixit? Einfach so Barkralle? Ja. Wenn du dich nicht lumpen lässt, dann denke ich nochmal drüber nach. Nimm die Splitter und schwöre den Klerikern die Treue. Na, für die Summe liefere ich euch noch meine Großmutter ans Messer. Was? Du alleine reichst. Hey, sie ist auch immer so gut zu Fuß. Und jetzt? In ein paar Tagen kommen einige meiner Brüder. Sie werden dich abholen und in den Hort begleiten. Noch Fragen? Nein. Gut, dann sind wir uns einig. Okay. Ist hier wieder Fleisch da? Nee, ne? Ja, der hat ein großes Mundwerk da gerade hin. War ja einfacher als gedacht. Ja, dann geht's zum nächsten, würde ich sagen. Der rennt da um und da können wir auch den Was? Der kommt auch noch her, oder was? Oh. Ui, einmal in den Hintern und hat gesessen. So, dankeschön. Wir werden den hier oben jetzt erstmal nehmen, den Punkt. Wir müssen hier ins Tavargebirge. Da müssen wir ein bisschen laufen. Das ist aber jetzt nicht das Problem. So, da gehen wir die Straße hier. Die Typen, die können wir dann später auch noch platt machen. Da sind wir ja immer überrannt worden von denen. Hier haben wir übrigens Ray getroffen. Unseren guten alten Freund Ray. Ach, Mensch. Die viele schöne Zeit, die wir miteinander verbringen hier, ne, Ray? Alles super, Ray. Huch. Hat der mich getroffen? Das ist doch nicht wahr. Wieso treffen die einen immer? La 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 la. Tja.
So, dankeschön. Hab ich aber Schwein gehabt gerade eben, ne? Was? Jetzt habe ich aber die Faxen, Dicke. So. Ah, hier bitte jetzt. Ach, da ist doch so ein Truthahn hier, okay. Oh. Der braucht ein bisschen länger natürlich, der Zweihänder. Aber ich denke mal, ist nichts, was wir hier bereuen werden. So. Hä? Sind wir in die falsche Richtung gelaufen? Ach so, nee, die... Ach, Mitch, ich habe mich gerade gewundert. Ah, die werden wir mal großräumig umlaufen. Die sind dann doch ein bisschen groß. Also nicht, dass wir sie nicht schaffen würden, aber die sind dann doch ein bisschen, ein bisschen stark. Okay. Super, Hammer. Immer her mit dem Zeug. Da kann ich alles verkaufen. Warte mal. Hier ist irgendwas. Wein. Trockenfleisch. Krug. Okay, jetzt ein bisschen was zum Verkaufen. Was mir ein bisschen fehlt, ist ein bisschen mehr Krams in der Gegend. Ne? Oder Verstecke und sowas. Das fehlt mir irgendwie noch ein bisschen. So, hier müsste irgendwo ein Teleporter bald kommen. Vermutlich hier vorne. Das meine ich da, ja? Man hat echt keine... Na, komm. So. Ah, da ist noch ein Konverter. Von hier oben sieht die Wüste so friedlich aus. Oh ja. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass ich zusammen mit meinem kleinen Bruder durch diesen Sand gekommen bin. Wir wären fast krepiert. Aber zum Glück hat uns jemand gefunden. Ah, die haben echt fast für alle Ecken einen kleinen Spruch auf den Lippen, oder? So, werden wir von euch angegriffen, oder? Ah, nee, ihr seid bloß eine Wache, okay. Was seid ihr denn? Eine Wache von was? Von ihm hier. Hallo, Fremder. Hi. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Was hast du anzubieten? Alles, was dein Herz begehrt. Oh, das klingt nicht gut. Schrottschild. Jägerrüstung. Noch so ein Biest. Ja, kümmert euch mal drum. Gut, ja, doch. Du weißt, was gut für dich ist. Tja, ihr werdet doch gar kein Problem. Oh, warte mal, das ist ein Gezähmter. Ah, das ist der Nächste. Warte mal, und wo ist denn hier der Teleporter? Der ist da drüben auf der anderen Seite. Warte mal, den holen wir uns erstmal. Da, ach, vollends übersehen. Den nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Huch. Und auf einmal ist es wieder ganz ruhig. So, mal gucken, ob wir ihn überredet bekommen oder bestochen oder was auch immer. Hey, Kollege, bist wohl vom Weg abgekommen, was? Nein. Aber ich erspare dir die Arbeit. Du kannst weiterziehen. Ich habe hier schon alles Wertvolle eingesackt. Der Rest ist Müll, auf den nicht mal die Ratten einen Haufen legen würden. Und was hast du so gefunden? Neben dem üblichen Dreck ein paar Splitter. Irgendeine arme Sau hat in der Nähe wohl sein Versteck gehabt und das Zeug vergessen. Ja. Aber ich habe auch gute Nachrichten im Gepäck. Du kannst was von meinem Wasser haben. Hier, absolut rein. Und jedes Vieh, das versucht hat, in die Quelle zu pissen, ist als Bratenspieß verendet. Aber wenn du mich jetzt entschuldigst, meine Töle braucht bald was zu fressen. Wann ziehst du weiter? Ach, das kann warten. Die Stiefel kratzen so. Da gönne ich mir noch eine kleine Auszeit. Woher hast du den Schakal?
Er muss schon mal wem gehört haben, aber der hat es wohl hinter sich. Als ich ihn gefunden habe, hat er auf einem Schwert rumgekaut. Hat wohl noch nach dem Kerl gerochen. Jedenfalls ist er harmlos. Ganz anders als die meisten dieser Biester. Darum habe ich mich entschlossen, ihn mitzunehmen. Er sorgt für die nötige Abwechslung. Okay. Verkaufst du auch was von deinem Zeug? Nein, zum Händler tauge ich nicht. Habe es mal versucht, aber im Endeffekt hat es mir nur Ärger eingebracht. Typen, die nicht zahlen können und um jeden Splitter feilschen. Auf den Mist hatte ich einfach keine Lust mehr. Also gibt es keine Möglichkeit, mit dir ins Geschäft zu kommen. Naja, wenn du ein bisschen rohes Fleisch auftreiben kannst, dann lass ich was springen. Mein kleiner Freund hat es nämlich langsam satt, auf alten Schuhsohlen rumzukauen. Kein Problem. Alles klar. Ein halbes Dutzend rohe Fleischlappen sind eine gute Mahlzeit. Sechs Stück. Ja. Hier, das rohe Fleisch. Und noch frisch. Klasse. Da, meine Notreserve aus dem Stiefel. Riecht natürlich nicht ganz so frisch wie das Fleisch, aber ist dafür sicher vor Taschendieben. Ja. Ein vierbeiniger Freund wird die Mahlzeit zu schätzen wissen. Okay, jetzt kommt das Eigentliche. Warte mal. Speichern, jetzt kommt das Eigentliche. Die Kleriker brauchen Unterstützung. Wieso? Ist ihnen das Blech ausgegangen? Könnte schwören, dass sie ihre Schrotthaufen im Minutentakt stanzen. Außerdem kannst du ruhig Klartext sprechen. Ist doch offensichtlich, dass du zu ihnen gehörst. Wir brauchen jeden Mann, nicht nur Maschinen. Eins vorweg, ich bin nicht unbedingt abgeneigt. Aber ich kann nicht einfach alles so stehen und liegen lassen. Das wäre? Na, wer kümmert sich dann um meinen Hund? Mitnehmen kann ich ihn schlecht. Und ihn einfach davonjagen, bringe ich nicht übers Herz. Soweit ich weiß, wären nur die Leute vom Duke bereit, sich um ihn zu kümmern. Aber billig wird das sicher nicht. Die tun nichts aus Nächstenliebe. Zumal sie ihm das Fell über die Ohren ziehen, wenn sie rauskriegen, dass ich mich ihren Erzfeinden anschließen will. Oh, das wird alles immer teurer hier. Das hier sollte reichen, damit sie keine Fragen stellen. Du lässt dir meinen Beitritt ja einiges kosten. Ja, leider. Dann braucht ihr wohl wirklich jeden Mann. Aber gut, ich bin dabei. Du bleibst für den Moment still und wartest auf eine Abordnung meiner Leute. Sie werden dich bis zum Hort begleiten und dir alles weitere erklären. Gut, dann warte ich einfach mal ab. Wir sehen uns das nächste Mal dann wohl in Ignadon, Kamerad. Boah, ist das teuer. Das ist wirklich alles teuer. Aber warte mal, wir gucken mal, ob wirklich hier alles schon weg ist. Ich meine, erzählen, viel erzählen kann er ja nicht. Okay, was ist mit ihm los hier? Der wollte raus. Hier sind noch Plasmazellen. Sehr gut. Ah, sowas auch. Von wegen, er hat alles Brauchbare schon mitgenommen. Siehst du, hätten wir ihm mal vertraut, dann hätten wir diese hübschen Sachen nicht bekommen. So, als nächstes... mein Lieblingsweg. Hier sind wir krepiert, ganz am Anfang, wo wir jetzt das erste Mal langgekommen sind. Mal gucken, wie wir hier klarkommen. Ob ich hier so querfeldein springen kann. Da müsste man. Könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Ja, wenn wir Zeit hätten. Versteht sich. Wow, wow. Wow, wow. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hier geht's irgendwo anders noch hin, aber hier, guck mal. Ein Hammer. Heiltränke. Lagerfeuer ist noch ein Besen und ein Buch. Buch eines Verbannten. Uiuiuiuiui. Noch ein bisschen Lesestoff auch noch. Buch eines Verbannten. Liebste Fiona, ich habe nun endlich einen Weg gefunden, mit dir zusammen zu sein. Vor 2 Wochen konnte ich dem Lager entkommen und befinde mich nun auf dem Weg in den Norden. Wir werden uns wie vereinbart auf dem Hof südlich von Abessa Stadt treffen. Ich hoffe, du wartest auf mich. Letzte Nacht hatte ich das Gefühl, ich wäre im Wald nicht allein. Ich muss unbedingt einen Weg finden, das Tal zu verlassen, ohne gesehen zu werden. Ich habe von einer Höhle gehört, die durch den Berg nach oben führen soll. Es dauert nicht mehr lange, nur noch ein paar Wochen.
Ich sitze nun schon seit Stunden neben dem Fluss und bewege mich kaum. Irgendetwas verfolgt mich. Der Aufgang ist nicht mehr weit. Vermutlich wäre es einfacher, wenn die Karre nicht wäre. Aber ich kann ja nicht mit leeren Händen zu dir kommen. Ich hoffe, du hast Geduld. Oh. Die Frage ist, finden wir Fiona? Oder finden wir sie nicht? Ich tippe mal, Fiona wird es nicht geben. Also so in-game-mäßig. So, dann quälen wir uns mal hier nach oben. So. Ich meine, Abkürzen muss erlaubt sein. Ich meine, ansonsten hätten wir nicht das Jetpack. Wenn es nicht erlaubt wäre. Aber dann schaffen wir vielleicht auch diese Folge die Aufgabe. Da ist so ein Weltenherz. Das qualmt aber sehr verdächtig. Warte mal, wo ist denn das? Dass ich mir das mal merken kann. Warte mal, ich gucke jetzt in die Richtung. Also hier, ne? Marker. Haut das hin? Ja, haut hin. Okay, dass ich das später wieder finde. Weil wir wollen uns ja jetzt um die eigentliche Aufgabe hier kümmern. Was? Hui! Hui! Was? Oh Gott, wir locken jetzt alles an, was wir kriegen können. Und wir haben schon wieder eine Aufgabe. Okay. Ja, ist gut. Du kannst aufhören mit Schlagen. Hui. Nicht die Blümchen das pflücken. Das kaufe ich mir. Oh, Mann. So, wir trinken mal einen Heiltrank. So. Hier passen wir besser auf. Ach, so einen brauchen wir noch, ne? Was auch immer wir für eine Quest hier gerade fertiggestellt haben. Das ist auch so eine Sache, die ich ein bisschen seltsam finde. Einfach mal so aus heiterem Himmel machen wir eine Quest. Guck mal, da drüben ist wer. Okay. Wahrscheinlich mussten wir ihnen dabei helfen hier. Und wir brauchen jetzt noch einen von den Viechern. Was ist denn das hier alles? Ich guck mich kurz um. Hier ist irgendwo noch die Spinne. Vorsichtig. Da oben ist die Spinne. Ja. Okay, jetzt muss ich auf alle Fälle was essen. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte reichen. Dann haben wir noch ein Fleisch. Wir brauchen aber immer noch ein. Naja, okay. Wahrscheinlich kommt es hier ein Ticken später, das Vieh. Da oben geht noch ein Weg lang. Hier noch irgendwas? Schrott. Oh, ein Heiltrank. Da wir die Quest noch nicht haben, sehen wir das Vieh natürlich nicht, ne? Nur mal so nebenbei. Ach, da ist es ja. Hab dich. Sauber. Paranoid haben wir damit abgeschlossen. So, dann machen wir jetzt das schnell noch. Dann können wir in der nächsten Folge das nämlich alles abgeben. Oh, die nehme ich auch mit. Ich habe bis jetzt die Fackeln so gut wie gar nicht benutzt, ne? Galar, Verbannter, Igel. Okay. Aha, noch ein Überlebender. Auch wenn ich zugeben muss, dass ihr Kleriker hier völlig fehl am Platz ist. Den kennen wir doch vom Optischen. Willst du etwas Bestimmtes?
Was meinst du mit Überlebender? Bist du etwa nicht über den großen Aufzug hier heruntergekommen? Doch, runtergesprungen. Hast du nicht die ganzen Leichen gesehen, die die Berserker dort hingerichtet haben? Naja, da du nicht von den Berserkern in einen dieser Käfige zum Sterben gesteckt wurdest, kannst du kein so übler Kerl sein. Ach so. Sag, was willst du? Kannst du dir vorstellen, für die Kleriker zu arbeiten? Die Frage ist hoffentlich nicht ernst gemeint. Doch. In Edan verabscheuen wir Technik. Und meine Familie lasse ich sicher nicht im Stich. Und um es klarzustellen, wir wissen, dass ihr Kleriker mehr Metallkameraden als echte habt. Dennoch beißt ihr bei uns auf Granit. Du verschwindest auch besser wieder nach Ignadon. Ich merke gerade, dass es mir nicht gefällt, wie sich das Gespräch entwickelt. Du wirst gut bezahlt werden. Du wirst gut bezahlt werden. Es ist mir scheißegal, wie viel Splitter ihr mir bietet. Ich lasse mich nicht kaufen. Meine Strafe werde ich absitzen und damit hat es sich. Mach dich also mit deinen guten Ratschlägen vom Acker. Du wirst für die Kleriker arbeiten. Aber... Keine Widerworte. Sie sind deine Familie. Sie waren es schon immer. Du hast recht. Ich bin ein Kleriker. Bald wird dich eine Eskorte abholen. Sobald sie eintrifft, leistest du keinen Widerstand, verstanden? Verstanden. Ach, Mist. Ich muss los. Mist. Ich hätte nie gedacht, einmal für die Kleriker zu arbeiten. Tja. Ich würde mal sagen, absolutes Mist, dass wir den nicht, sagen wir mal, ganz einfach hier überzeugt bekommen haben. Eine verschlossene Truhe. Das ist alles hier verboten. Warte mal kurz. Ich guck mal kurz was nach. Wir haben ja hier noch, haben wir das nicht mehr? Dann haben wir das hier, ne? Guck mal hier, das Schloss. Kann ich nicht mehr tragen. Was? Fehlendes Talent, Geschicklichkeit. Was hat er denn abgelegt? Na, mal gucken. Speichern? Sieht mich jemand? Nein. Und dann auf. Okay. So einfach. Ah, Einstein. Okay, dann legen wir mal schnell hier wieder das Dings an. Das war das Überlebenskünstlers, ne? Ja. So. Und dann sollte... Ja, wie ist denn das mit dem Equipment hier? Was hat er denn jetzt abgelegt und was nicht? Ach so, die Waffe hat er abgelegt gehabt. Oder die Klamotten. Die Klamotten, ne? Akolytenhelm, das hat er. Die Hose, das ist alles noch da. Seltsam. Alles noch da. Wir reden später darüber. Ich muss los. Ja. Gut, ich würde sagen, Folgenpäuschen an der Stelle. In der nächsten Folge schauen wir, was wir hier noch tun können. Was wir hier mit dem Igel. Hier ist jedenfalls noch jemand mit Namen. Was der Igel hier so macht. Also der da. Und geben dann die Aufgaben ab, weil wir sind fertig. Und lass uns überraschen. Und hoffentlich haben wir dann genügend Geld. Eigentlich nicht, weil wir haben viel ausgegeben, leider. Um uns die nächsten Klamotten zu kaufen. Ja. Für den Kampf rüsten und wappnen. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.